Wartest du auf mich? Ja, ich fange ja gerade an zu drehen. Es läuft sogar schon die Kamera. Okay. Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Es tut mir leid für den Anfang, aber manche Dinge müssen geklärt werden. Ja, heute ist Freitag und heute habe ich mal wieder ein Thema für euch, weil ich mir gedacht habe, ja, es passt irgendwie gerade zur Zeit und ich habe es gerade mit meiner Mutter besprochen und ja. Also, es ist wie folgt. Während so einem Overload brauche ich immer extrem viel Energie und verbrauche auch viel Energie. Und oft ist dann so, dass ich wirklich riesigen Hunger habe und dass ich dann auch wirklich mehr esse, als ich sonst esse. Und zwar viel mehr. Und dann bin ich einfach gerade, habe ich mit meiner Mutter so drüber geredet, dass ich es eigentlich sehr interessant finde, den Unterschied so zwischen dem, wie viel man isst und was man isst. Also ich bin ja jemand, ich versuche immer sehr auf Weizenmehl zu verzichten, weil ich irgendwie das nicht so gesund finde und weil ich es einfach nicht so mag vom Geschmack her. Und während so einem Overload sage ich aber auch mal, gut, dann kaufe ich mir meine Pizza aus dem Kühlregal oder ich esse einen Döner oder ich esse eben auch mal eine bestellte Pizza. Und ja, da weiß ich aber mit hundertprozentiger Sicherheit, ja gut, nein, hundertprozentiger kann man sich nie etwas wissen, aber ich weiß mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass die nicht Dinkelmehl benutzen, sondern eher Weißmehl. Und dann ist es so, dass ich dann immer mir, also ich für mich dann immer mir sage, gut, ich esse das jetzt, weil ich weiß, dass ich die Energie für mich brauche, dass ich gerade die Kraft brauche, die ich aus dem Weizenmehl, das ich dann im Körper wieder zu Zucker umwandelt bekomme, und dass ich die dann brauche gerade, um eben einfach meinen Tag besser gestalten zu können. Und dann ist es eben auch so, dass ich dann eben in dieser Zeit auch manchmal eher zuckrige Sachen esse, obwohl ich auch kein Zuckerfan immer bin, aber ja, ich versuche eigentlich darauf zu verzichten, aber gut, also nicht immer, aber ich versuche nicht viel davon zu essen. Eben die empfohlene Menge, obwohl ich mir sage, dass die empfohlene Menge etwas Relatives ist. Hey, man muss eben die für mich empfohlene Menge, also das, wo ich spüre, dass ich für mich mich gut fühle damit, aber eben nicht so, dass ich dann sage, ich brauche mehr oder weniger. Und ja, so viel Zucker versuche ich dann immer zu essen oder eben auch nicht. Und ja, und dann kann es eben auch mal sein, dass ich dann sage, gut, ich esse eben eine Waffel. Und ich finde, das Schlimmste, was es gibt, ist Leute, die dir sagen, du kannst es doch nicht essen, das ist total ungesund. Weil ich für meinen Teil, ich sage immer, red niemandem anders was auf jemandem anders was auf dem Teller oder ihm was vom Teller runter. Weil jeder ist für seines eigenen Essensglück zuständig und jeder kann das essen, was er möchte. Und als ich ein kleines Mädchen war, hat mein Kinderarzt immer zu meiner Mutter gesagt, weil ich habe damals eigentlich nur Nudeln mit Ketchup, Käse, ich weiß nicht mal, ob Käse dabei war, ich glaube, ich habe damals noch nicht mal Käse gegessen, und Ei und Knoblauchzehen gegessen. Und meine Mutter hat gesagt, ich hätte jetzt so einen vollen Kühlschrank und trotzdem will ich nur diese Sachen. Da hat mein Kinderarzt immer zu meiner Mutter gesagt, im Zweifel ist es so, dass ein Kind das isst, was es braucht und was es essen soll. Und es sei alles in Ordnung, solange ich nicht zum Zucker und zum Süßkram greife. Aber da war ich noch nie so der Mensch dafür. Also ich weiß, das klingt jetzt total komisch, aber ich kann Schokolade nicht ausstehen und Zuckriges eigentlich auch nicht. Meine einzigen Laster sind Waffeln und ja, Waffeln, Lachgummis und Ricola-Bonbons. Gut, Ricola-Bonbons, da habe ich ein Suchtproblem. Das gebe ich offen zu. Da bin ich ein bisschen süchtig danach. Die mag ich wirklich sehr gerne. Und als Kind habe ich auch noch immer so Salbei-Bonbons geliebt, aber die habe ich schon ewig nirgendwo mal gesehen. Naja, auf jeden Fall finde ich es eben für mich immer das Wichtigste. Ich würde niemandem irgendwie sagen, du darfst das und das nicht essen, wenn er zu mir sagt, ja, aber es tut mir gut. Und deswegen mag ich es auch nicht, wenn bei mir jemand anfängt, mir zu sagen, was ich nicht essen soll oder essen darf, nur weil er es für ungesund befindet. Weil viele Leute tun aus ihrer Perspektive heraus dir Tipps geben, nach dem Motto, ja, aber zu viel Zucker, das macht dich nur krank.
Wo ich dann wiederum denke, naja, das stimmt und oft ist es auch wirklich wahr. Aber für mich ist es dann manchmal so, dass ich nach dem Overload einfach einen, naja, einen Esslöffel Zucker brauche, also jetzt mal als Metapher gesprochen, um überhaupt mal aufstehen zu können und um die Energie zu haben, was zu machen, weil ich für meinen Teil dann immer einen extremen Energieverbrauch habe und ich, wenn ich dann nicht genug Energie meinem Körper zuführe, manchmal eben auch nicht. Und manchmal ist es eben schwierig, dem Körper Energie über Gemüse oder Obst oder irgendwas zuzuführen. Und manchmal muss man eben einfach sagen, gut, dann esse ich jetzt halt einen Zucker und dann ist die Sache gegessen und ich habe dann die Energie. Und manchmal braucht man halt einfach diese Energie, um fremde Energie mehr oder weniger, weil der eigene Körper es noch nicht wieder kann, diese Energie selbst zu erzeugen oder die Nährstoffe zu verarbeiten richtig. Und das ist dann für mich immer so, dass ich, also ich zumindest glaube ich das, also ich kann es nicht beweisen, aber für mich ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, dass mein Körper dann so nach einem Overload erstmal eine ganze Weile braucht, bis er wieder auf 100% hochgefahren ist und ich, wenn ich einen Apfel oder sowas essen könnte, wo ich Äpfel auch nicht unbedingt mag, das klingt jetzt voll schrecklich, wenn ich so erzähle, aber ja, irgendwann mache ich euch mal ein Video zum Thema meiner Ernährung. Das wird ein sehr langes Video, weil das ist schwierig hoch 10 bei mir. Ja, und dann ist es eben manchmal so, dass man eben einfach mal was braucht, was man braucht. Und dann finde ich es immer das Beste, wenn einem dann niemand dazwischen quatscht nach dem Motto, also bei mir ist das so und so, sondern wenn die Leute es einfach akzeptieren, dass es bei mir nicht so und so ist. Ja. Manchmal finde ich es aber auch einfach schön, wenn man zusammen isst. Also zusammen zu essen, so dass ich zum Beispiel, also meine Mom und ich, wir werden, wie ich schon vorher gerade im Vorgespräch, nachher uns zusammensetzen und eine Tasse Tee trinken und dazu eine Waffel essen. Und ja, darauf freue ich mich auch schon, weil manchmal kann es einem auch schon Energie geben, wenn man mit jemandem zusammen einfach nur isst, im Sinne von, wenn man dann langsamer isst. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber langsames Essen ist gut, weil man dadurch eben die Nährstoffe und so besser aufnimmt, habe ich irgendwo mal gelesen und meine Mutter predigt es mir immer wieder. Also, irgendwas muss dran sein. Wenn Mütter was predigen, ist immer irgendwas dran. Ja, okay, das war eigentlich alles, was ich euch heute so erzählen wollte. Und ich hoffe jetzt, dass mein Video nicht allzu verpeilt war, aber ich habe mir Mühe gegeben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ob ihr auch manchmal so Zeiten habt, wo ihr einfach ungesundes Zeug esst, weil ihr sagt, okay, ich brauche gerade die Energie oder ich brauche gerade das Fett oder ich brauche gerade irgendwas da draus, damit ich mich besser fühle. Oder ob ihr das noch nie hattet. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Ich freue mich immer noch darüber, dass ich wieder Twitter sagen kann. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail an nibel.rietmann@outlook.com schreiben. Entschuldigt. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Mittwoch. Bis bald. Ciao.